Willkommen auf dem Flughafen Václav Havel in Prag. Normalerweise würden wir fliegen, aber jetzt nicht mehr. Ich fliege nie wieder, in meinem ganzen Leben, denn wir haben einen neuen Dauertestwagen und der steht hinter mir und das ist ein Kia Proceed GT. Ich sage nur 1,6 Liter, Turbo, 204 PS, Klappenauspuff. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie das Ding klingt. Es klingt brachial und wir fahren jetzt zurück nach Hamburg. Wir fliegen nicht, wir fahren zurück und ich werde es genießen. Kommt mit. Wir fahren bei Regen Richtung Heimat, Richtung Hamburg und haben jetzt 650 Kilometer vor uns. Das Auto, das ist unser neuer Dauertestwagen, der bekommt 100.000 Kilometer. Und Dauertest bei Autobild funktioniert so, die Hersteller geben uns ein Auto, so ein bisschen eingefahren, in diesem Fall mit 2.000 Kilometern. Jetzt hat er 6.500 Kilometer runter. Ich glaube, ich habe so um die 8.000 draufgefahren. So kommt mir das jedenfalls vor, denn es macht mir so einen Spaß. Ihr habt gerade den Klappenauspuff gehört. 1,6er Turbo, 204 PS, das ist noch richtig alte Schule. Der brüllt und schreit. Hier ist er in Verbindung mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Und das Getriebe hat keine Anfahrschwäche, kein Schaltruckeln beim Start-Stopp-Losfahren. Das funktioniert astrein. Wir wollen gucken, ob es bei 100.000 auch noch so astrein funktioniert. Ich bin da guter Dinge. Wenn nicht, Kia 7 Jahre Garantie. Kriegen wir kostenlos gemacht. Aber der soll ja halten. Der soll ja durchhalten. Denn wir simulieren mit unserem Dauertest über 100.000 Kilometer, die wir in 18 Monaten fahren. Das schafft Otto Normalfahrer vielleicht in 7 Jahren. Und dann ist die Garantie vielleicht gerade abgelaufen und dann steht er da. Also wir müssen gucken, hält hier alles. Und wenn ihr fragt, ist das was für die Langstrecke, kann ich sagen, nein. Gemessen am Durst, wenn du vorsichtig fährst, 8 Liter, wenn du ihn fliegen lässt, 10 Liter, ist der Tank zu klein. Das kann man schon mal sagen. Was mich an diesem Auto noch nervt, du musst permanent bei jedem Neustart hier diesen Spurverlassenswarner ausstellen. Denn ansonsten, wenn du im Baustellenbereich irgendwie über eine Linie fährst, der ist am Piepen. Ich will dieses Piepen nicht. Also immer Knöpfchen drücken, ausstellen. Alles andere ist fein. Hat ein tolles Cockpit mit einem selbsterklärenden Navigationssystem, Kurzwahltasten überall und er hat vor allen Dingen einen super geilen Antritt. Merkt ihr es? Hört ihr es? Ich muss vom Gas gehen. Hier ist überall Polizei. Aber es macht echt richtig Laune und ich freue mich auf die nächsten 650 Kilometer bis Hamburg. Wie gesagt, ist kein Reise-Langstreckenauto. Wer sowas braucht, der soll sich einen Schaukelsuff kaufen. Da wird er schön ordentlich massiert im Sitz und kann sich durchschaukeln lassen. Das ist ein Sportgerät und ist vor allen Dingen ein richtig toll designter, ich will nicht sagen Kombi, Shooting Brake. Also mir gefällt er. So sieht übrigens ein Mäppchen aus. Da drin ist dann der Schlüssel des Autos und das Wichtigste, das grüne Buch. Hol ich gerade mal raus. Das ist das grüne Buch. Stehen Name und Kennzeichen des Autos. Hier trägt sich jeder Fahrer ein in diesem Buch. Und Datum, Uhrzeit, Fahrername, Kilometerstand, Wohnort oder Ort bei Übernahme und vor allen Dingen hier, ganz wichtig, getankte Liter Sprit. Der braucht Super 95 und für mich das Entscheidende bei diesem Auto, Grundpreis 33,96, Metallic Nack 590, Komfortpaket, das sind diese Parkpiepser und so ein bisschen Komfort-Shishi 690, Navi-Paket 1290, Gesamtpreis 36.290. 36,92 für so ein Auto. Hey, ganz ehrlich, das ist ein Schnapper. Wir sind zurück in Hamburg Autobild Tiefgarage mit dem Kia Proceed und wir ziehen ein kleines Fazit unserer Reise.
Prag-Hamburg, 6 Stunden, 10 Minuten. Viel schneller geht das mit dem Flieger auch nicht, wenn du einmal umsteigen musst. Dann auch hin und zurück vom Flughafen wieder. Also, das ist okay, 6 Stunden, 10. Durchschnittsverbrauch 9,2 Liter, super. Das kann ich gerade noch so gelten lassen, aber auch nur, weil ich teilweise mit dem rechten Fuß ein bisschen Krampf bekommen habe und auch 200 gefahren bin und wir haben es wirklich krachen lassen mit dem Auto. Weil er klingt ja so geil, er röhrt so schön. Und ihr fragt euch jetzt, ist der Kia Proceed das perfekte Reiseauto? Nein, ist er eher nicht. Er ist straff gefedert, aber guckt euch mal diesen Hintern an. Also ich mag den und ich freue mich auf die kommenden knapp 100.000 Kilometern.